السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mit seinen unzähligen Segnungen und diejenigen, die dessen Wahrheit verstehen, profitieren auch davon. Ich habe viele Briefe erhalten und erhalte noch weitere Briefe, dass wir in diesen Tagen in den Pflichtgebeten auch uns verbessert haben und gleichzeitig auch dazu befähigt wurden, Nawafil zu verrichten. Wir haben die Möglichkeit bekommen, das Koran und das Hadith-Dars zu hören. Wir haben auch die Tarawi verrichtet und auch zu Tahajjud sind wir aufgestanden und haben dazu die Möglichkeiten bekommen. Außerdem haben wir das Qur'an Karim einmal durchgelesen. Man hat mir auch geschrieben, dass man einen sehr bestimmten Zustand gehabt, einen sehr eigenartigen Zustand gehabt. Und man hat die Möglichkeit bekommen, spirituell einen Genuss zu erfahren, und auch, dass die Gebete erhört wurden. Und die Erlangung der Gottesgnade und der Genuss der Spiritualität. Die Segnungen, die wir im Ramadan erfahren haben, erhalten haben, sammeln konnten, die Überzeugung und Gewissheit an der Existenz Gottes, nur durch die Gnade Gottes und nicht durch irgendeine eigene Leistung, wurden wir dazu befähigt, diesen Zustand zu erhalten. Und jetzt schreibt man mir, ich solle dafür beten, dass dieser Zustand ewig bleibt. Diese spirituellen Zustände, die wir erfahren haben, dass wir sie nicht durch eine Schwäche, einen Makel oder durch einen Fehltritt und durch Hochmut oder durch eine frevelische Tat oder aus dem Grund, dass wir die Rechte Gottes oder der Schöpfung nicht erfüllen, nicht, dass wir diese Segnungen verlieren.
All diese Segnungen und die Gottes Gnade, die wir in diesem Monat erfahren haben, dass wir sie nicht selber verlieren. Man schreibt, möge Allah uns dazu befähigen, dass wir immer diese Segnungen erhalten und erfahren. So sagt, ja, dieser Wunsch, den sie äußern, die in der Tat Ramazan verstanden haben und von dem Quell profitiert haben des Ramazan, wenn sie irgendeine Schwäche noch haben, Makel haben, wenn auch darin noch etwas Verluste oder Minderungen gewesen sind, dass Allah durch seine Gnade und durch seine Nachsicht, Rücksicht auch diesen Bemühungen Segen gibt, segnet, die sie getan haben, und mögen diese Segnungen, die man erhalten hat, auch ewig bleiben, die er durch seine eigene Barmherzigkeit und Gnade getan hat. Diejenigen, die höhere Niveaus hatten, möge Allah ihre Niveaus noch weiter erhöhen. Und diejenigen, die auch weiter sich bemüht haben, möge Allah ihre Schritte auch noch weiter auf dem rechten Pfade wandeln lassen. Aber jede Person sollte auch selbst für sich beten, dass unsere Schritte nicht wieder zurückgehen, sondern immer weiter fortschreiten. Und darum sollte man sich auch bemühen. Was die Erfüllung der Rechte Gottes und der Schöpfung angeht, dass man die Niveaus, die man schon erreicht hat, nie wieder von denen zurückfällt. Und nicht, dass wir rückfällig werden. Nicht nur, dass wir unseren Stand halten, sondern indem wir weiter zu Gott beten, noch weiter versuchen, gemäß unseren Fertigkeiten, unseren Befähigungen noch weiter fortzuschreiten und auch dafür zu beten. Möge Allah uns dazu weiterhin befähigen. Allah Ta'ala ermahnt den Menschen immer wieder oder mahnt den Menschen immer wieder zu Gebeten und sagt, dass ich in deiner Nähe bin. Das betrifft nicht allein den Ramadan, sondern er sagt, jeder, der verzweifelt ist und in dieser Verzweiflung zu Gott betet, ich erhöre seine Gebete. So heißt es im Heiligen Koran. Allah sagt, Amul yujibul mustarra iza da'ahu yakshifu su'a. Wer ist es, der den Ruf des Verzweifelten hört, wenn er zu ihm betet und seine Sorge von ihm nimmt? Allah sagt weiter, A ilahumma Allah, gibt es einen außer Gott? Gibt es einen anderen Gott außer Allah, der das machen kann? Das heißt, es gibt nur Gott, der den Ruf des Verzweifelten hört und ihn von seinen Sorgen trennt, von seinen Sorgen befreit, wenn jemand in diesem verzweifelten Zustand zu ihm ruft. Der verheißene Messias, a.s., schreibt über diesen Vers, dass Allah in dem Heiligen Koran an einer Stelle über sein Erkennen sagt, dass dein Gott jener Gott ist, der den Ruf des Bittenden und des Verzweifelten erhört, dann sagt Allah an einer Stelle, Ud'uni astajib lakum,
sprich zu mir, bete zu mir, ich werde dein Gebet erhören. Also dieser spirituelle Nutzen, den man erlangt hat, wenn man die Gottesnähe erreicht hat, wenn man die Gebetserhörung gesehen hat, die können ewig werden, diese Zustände. Gott hat uns trotz unserer Schwächen im Ramadan dazu befähigt, seine Nähe, hat uns trotz unserer Schwäche seine Nähe gezeigt und gezeigt, dass er Gebete erhört, damit wir einmal praktisch dazu gemahnt werden und aufmerksam gemacht werden, dass diese Nähe, die ich dir gewährt habe, auf den ewig zu halten, ist nun deine Verantwortung. Versuche es, bemühe dich drum. Gott ist nicht dazu angehalten, nur im Ramadan näher zu kommen und auch nicht, dass er im Ramadan auch solchen Menschen seine Nähe gewährt, die nicht sich darum bemühen. Dieser Monat oder vielmehr diese Tage, die er ganz abgesondert hat, sie sind der Aufmerksamkeit willen. Damit der allgemeine Zustand der ganzen Gemeinschaft befähigt auch schwächere Menschen dazu. Aber sein Ruf, Inni Qarib, ich bin dir nahe, ist ein Ruf, der immer Gültigkeit hat. Also kommt und erlanget Nutzen von meiner Nähe. Da du im Ramadan gemeinschaftlich und in einer besonderen Bemühung versucht, mir zuzuwenden, deshalb bin ich mit einer besonderen Gunst gegenüber euch noch gnädiger. Aber was die Gebete angeht und die Gebetserhörung angeht, darüber sagt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für die allgemeine Gültigkeit, dass unser Gott, unser Herr, nach der Mitternacht dem Menschen am nächsten ist. Wenn du also kannst, seid unter denen, die Gottes gedenken um diese Zeit. Also versuchet. Viele haben sich es zur Gewohnheit gemacht, im Ramadan Nawafil zu beten. Wenn man versucht, das regelmäßig zu machen, und wenn man nachts mit dem Entschluss einschläft, dass man morgens aufwacht, dann wird man immer von dieser Gottesnähe profitieren können. Und wenn man die Gottesnähe hat, dann ist der Mensch in der Zitadelle Gottes, in dem besonderen Schutz Gottes. Und diese Nähe, die man zu Allah hat, die kann man auch tagsüber durch Zikr und durch das Gedenken Gottes und durch die Ibadat, durch die Gottesdienste erfüllen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auf Zikr-e-Ilahi, auf den Gedenken Gottes aufmerksam gemacht und hat uns ermahnt, dass derjenige, der Zikr-e-Ilahi macht, und der das Zikr-e-Ilahi nicht vollführt, ihre Gleichnisse sind wie eines Lebenden und eines Toten. Das heißt, das Leben und die Wege zum Leben und die Mittel zum Leben hat uns Allah für das ganze Jahr über gegeben. Auch die Mittel seiner Nähe hat Allah für uns das ganze Jahr über bereitgestellt. Und auch das Gebet, die Gebetserhörung ist für das ganze Jahr bestimmt. Nur sich auf einige wenige Tage zu beschränken und in den anderen Tagen auf Gottes Gebote nicht zu achten,
Das führt zu dem toten Zustand eines Menschen, wenn wir das wahre Leben wünschen, für das ganze Leben uns dasselbe wünschen, dann ist es notwendig, Gott auch alle 11 Monate sich an Gott, an die restlichen 11 Monate sich auch an Gott zu erinnern. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an einer Stelle sehr ermahnend wieder gesprochen und ermahnt, sich an Gott zu erinnern. So, es heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich befehle euch, dass ihr euch Gottes häufig gedenken sollt. Und das Zikr ist so, als wenn jemand von Feinden gejagt wird, aber der Mensch Schutz findet in einer großen Festung und so sich vom Feind beschützt. Genauso kann der Mensch keine Erlösung vom Satan erlangen, als dass er sich an Gott erinnert und im Gedenken Gottes beschäftigt ist. Also diese Gottesfestung, die Festung Gottes, ist nicht für einige wenige Tage bestimmt, sondern dass der Ruf von Inni Qarib, ich bin dir nahe, ist immer und ewig gültig. Seine Festungen, seine starken Festungen sind überall zugänglich. Und jederzeit ist es für den Gläubigen möglich, denn die Pforten, denn die Türen dieser Pforten und dieser Festungen sind immer offen. Und vom Satan Befreiung und Schutz zu erlangen und um den Menschen von Satan Schutz zu gewähren, sind die Beschützer Gottes, die beauftragten Beschützer Gottes, sind immer dazu bereit und die Wächter sind immer dazu bereit, die von Gott bestimmt sind. Wenn der Mensch durch Unklugheit, anstatt zu Allah zuzurennen, sich auf schwierige und gefährliche Pfaden sich begibt, dann ist das der Fehler des Menschen selbst. Und das ist die höchste Höhe seiner Törichtheit und seiner Närrischheit. Diese Festung, die man versucht hat, im Ramadan zu erreichen und den Schutz, den man dort auch gefunden hat. Unsere Aufgabe ist es nun, in diesem Schutz und in dieser Festung, um in diesem Schutz und in dieser Festung zu bleiben, sollten wir alle unsere Fähigkeiten und Kräfte darin investieren. Nicht, dass wir durch einen Fehltritt aus der Festung gebannt werden und uns den Feinden übergeben werden. Um nun Tugendhaftigkeiten zu tun, gute Dinge zu erfüllen, und müssen wir ständig in Gebeten vertieft sein, damit wir in dem Schutz Gottes bleiben. Wir müssen in den Zikr-e Ilahi, im Gedenken Gottes und in den Gebeten vertieft sein. Wie wir beten sollten, darüber sagt der verheißene Messias a.s. an einer Stelle: Denkt daran, Gott ist unabhängig und unbekümmert. Solange man nicht häufig und immer wieder, wenn man nicht immer wieder und wiederholend mit Verzweifeltheit betet, also es ist auch die Häufigkeit ist notwendig, genauso ist auch das der verzweifelte Ruf notwendig. Er kümmert sich sonst nicht drum. Schaut, wenn die Ehegattin oder ein Kind krank ist oder wenn man in einem gerichtlichen Verfahren verwickelt ist, wie verzweifelt er dann in diesem Zustand ist. Wenn man also in dem Gebet keine wahre Verzweiflung und Unruhe hat, bis dahin ist das Gebet auch nutzlos und sinnlos und hat keinen Einfluss. Um die Erhörung zu erlangen, ist die Verzweiflung notwendig, die Unruhe notwendig.
Das ist die Bedingung, hat Husu gesagt, dass der Mensch sollte, es reicht nicht aus, einige Dinge zu sprechen, auszusprechen, sondern im Inneren muss man eine Wallung und eine Unruhe verspüren. Dann sagt Husu, der verheißene Messias Selassie sagt weiter über die Bedingungen der Erhörung des Gebets. Für denjenigen, den man betet, auch für ihn sollte man einen bestimmten Schmerz im Herzen verspüren. Der Mensch betet für sich sowieso ohnehin und betet mit einem Schmerz, aber der verheißene Messias Selassie sagt, man betet auch für die Nächsten, für die Ehegatten, für die Kinder, für die Familie, betet man, wenn sie in einem schwierigen Zustand sind, betet man für sie auch sehr schmerzerfüllt. Aber unsere Aufgabe ist auch eine Aufgabe eines Gläubigen, dass man auch aus diesem persönlichen Kreis hinausgeht und auch für die Jamaat besonders betet, für die muslimische Umma besonders betet, für die eigenen Länder sehr viel betet, für die Welt, denn die Welt ist in einer sehr verzwickten Lage, dass man auch dafür betet, dass diese Gefahren schwinden und dass man so betet, dass im Herzen sehr einen Schmerz auslöst und dass es keine oberflächlichen Gebete sind. Der verheißene Messias a.s. sagte an einer anderen Stelle: Mein Glaube ist, dass man in dem Gebet auch Feinde mit einschließt. Je breitflächiger das Gebet, desto nützlicher für den Betenden. Und je eigennütziger und egoistischer und kleinlicher er in dem Gebet ist, desto weiter wird er sich von Gottes Nähe entfernen. Also, um die Gottesnähe zu erreichen, ist auch das ein Weg, dass man nicht allein sich auf persönliche Gebete einschränkt, sondern die Gebete sehr breit macht und ausweitet. Die heutige Gesellschaft ist derart nahe, dass man, indem man für andere betet, auch für sich selbst einen Nutzen davon zieht. Nicht allein der gute Lohn, den man von Gott sowieso erhält, sondern auch oberflächliche, weltliche Nutzen zieht man davon, weil der Einfluss einer Person auf die anderen viel stärker geworden ist. Also erstens sollte man in den regelmäßigen Gebeten die Jamaat einbeziehen. Und das ist die Pflicht eines jeden Ahmadis, dass er im Allgemeinen für die Jamaat beten sollte. Jeder kennt den Zustand der Jamaat in Pakistan. Jeden Tag, täglich passieren verschiedene gerichtliche Verfahren und auch durch die Regierung werden neue Wege aufgesucht und oder durch die Mullahs werden verschiedene Wege aufgesucht, um Schwierigkeiten zu schaffen. Möge Allah jeden Ahmadi von ihren üblen Handlungen in Schutz halten. Und auch der politische Zustand des Landes, darin ist auch die Regierung bemüht, von ihren eigenen Dingen abzulenken. Und lenkt damit ab, dass sie Minderheiten durch entweder selbst oder durch verschiedene Gruppierungen zu schaden. Und nachdem man selbst etwas ausgeführt hat oder dafür gesorgt hat, dass es ausgetragen wird, werden solche Gesetze erschaffen, die einem selber nutzen, damit die Regierung gestärkt wird,
wie dem auch sei, es werden in den Medien solche Nachrichten werden verbreitet. Inwiefern sie wahr sind, das weiß Gott besser. Aber in der Vergangenheit haben Regierungen solche Wege, solche üblen Wege aufgesucht. Deshalb sind besondere Gebete gefragt. Die pakistanischen Hamadis, die dort beten, sollten insbesondere für sich sehr stark beten. Ich habe das oftmals darauf hingewiesen, dass diese Wallung, dieser Inbrunst, der in den Gebeten sein sollte, der ist nicht vorhanden derzeit. Deshalb soll man sich darauf aufmerksam machen. Was andere Bemühungen außer dem Gebet angeht, wir haben weder zuvor das Gesetz in die eigene Hand genommen und haben uns gerecht. Das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Aber wir haben die Waffe des Gebetes, die wir immer eingesetzt haben. Und Allah hat immer die Pläne dieser Menschen, um die Jamaat zu vernichten. Er hat uns immer davor beschützt. Allah Ta'ala wird uns auch weiterhin immer beschützen, inshallah. Und er wird uns nicht nur schützen, sondern die Jamaat wird weitere, noch viel schneller und geschwinder die Ziele ihres Fortschritts erreichen. Auch in den arabischen Inselstaaten werden sehr planmäßig wird gegen die Jamaat vorgegangen, aber bis auf einige wenige sind die Ahmadis sehr standhaft. Und sie schreiben uns, das machen sie sich keine Sorgen, wir sind bereit, jeden Opfer dazu bringen. Einer schrieb mir sogar, sie sagen, dass wir eine neue Gemeinde sind, das ist zwar richtig, aber das Niveau und die Geschichte unserer Opferbereitschaft ist sehr alt. So wie wir in Vergangenheit Opfer gebracht haben, werden wir jetzt, wo wir schon die Wahrheit erlangt haben, weiterhin Opfer erbringen? Und wie ist es möglich, dass wir jetzt aufhören, Opfer zu erbringen? Die Regierung versteht nicht, was für Menschen das sind, die weder gewalttätig werden, noch den Glauben ablegen. Frauen, Männer, alle sind bereit, Strafen zu erdulden, aber niemand ist bereit, den Glauben aufzugeben. Und all das ist nur, weil der Ahmadi die Waffe des Gebetes besitzt und weil er die Gewissheit über die Segnungen Gottes trägt. Er weiß, er glaubt daran, er hat die Gewissheit, dass diese Zeit der Prüfungen einmal enden wird. Und Allah unsere Gebete erhören wird. Wir sind diejenigen, die uns vor jenem Gott verbeugen, der allmächtig ist, der eine große Stütze ist. Wenn sich jemand auf ihn stützt, dann ist er eine gewaltige Stütze für diesen Menschen. Er ist seine Obhut. Unser Gott ist viel glorreicher als Könige und Regierungen. Er ist unabhängig. Diese weltlichen Regierungen und Könige sind wertloser als eine Ameise vor ihm. Wenn unser Gott diese Glorie besitzt, weshalb sollten wir dann irgendeine Furcht in uns haben? Ja, Prüfungen gibt es. Und man muss Opfer erbringen. Aber am Ende gehört der Sieg nur dem, der bei Gott ist. Und die Geschichte der Ahmadiyya zeigt, dass Allah die Jamaat immer in seinem Schutz hatte dass die Pläne der Feinde immer vereitelt wurden.
Dafür ist es notwendig, um in den Schutz Gottes zu kommen, dass wir nicht nur unsere Gebete auf dem Niveau halten, sondern intensivieren. Und ich habe auch die Ahmadis in Pakistan gesagt, dass sie noch mehr beten sollten, ihre Gebete intensivieren sollten. Auch diejenigen, die denken, dass sie vielleicht nicht unmittelbar von den Gefahren betroffen sind, dass auch sie sollten daran denken, dass auch sie geprüft werden können. Und um ihren Glauben zu schützen, müssen sie auch sich in dem Schutz Gottes begeben, wenn sie ihren Glauben schützen wollen. Also bevor ein solcher Zustand sie ereilt, widmen sie sich dem Gebet. Und so wie ich schon sagte, über die Erhörung der Gebete. Wenn jemand derzeit vielleicht weltlich gesehen in einem guten Zustand ist, sollte er schmerzerfüllt für seine Ahmadi-Brüder, die in Schwierigkeiten und Gefahren schweben, beten. Möge Allah auch ihre Jamaati-Probleme lösen und auch ihre persönlichen Probleme lösen. Indem man für andere betet, erfährt man auch die Befreiung von eigenen Schwierigkeiten, wie ich es erwähnt hatte. Die in europäischen Ländern und fortgeschrittenen Ländern leben, auch sie sollten nicht denken, dass sie in Schutz sind. Das, was in den europäischen und westlichen Ländern gegen den Islam ein Aufruhr entsteht, davon werden auch Ahmadis betroffen sein. Wir können sagen weiterhin, dass wir nicht zu den Muslimen gehören, die bestimmte Dinge üben. Wir stehen für den friedlichen Islam und wir stehen für einen Islam, der für Liebe steht. Jeder weiß noch nicht, wer wir sind und was der Zweck für das Kommen des Heiligen Messias al-Islam gewesen ist. Wir haben ja nicht unsere Botschaft schon an alle getragen. Und sie wissen nicht, was die Mission des Heiligen Messias al-Islam ist. Derjenige, der etwas ausübt, tut es auf eine blindliche Art und Weise. Und es passieren auch Dinge jetzt schon und auch in diesen Ländern. Es hat schon angefangen, dass die islamfeindlichen und nationalistischen Menschen gegen Islam und gegen Muslime vorgehen und auch gegen andere Nationalitäten vorgehen, indem sie ihnen Schaden zufügen wollen. Ein Ahmadi hat mir sogar geschrieben, dass mein Chef sehr zufrieden war von meiner Arbeit und mich auch immer gelobt hat und auch von meinen Werten und meiner Moral sehr beeindruckt war, aber seit einigen Tagen hat sich seine Haltung gegenüber verändert. Und weil er gegen Islam und Muslimen ist, ist er auch gegen mich geworden. Und er will mich feuern. Das sind die Ereignisse, die stärker werden mit der Zeit, wenn man sie nicht zeitlich behandelt. Das Gegenmittel dafür ist das Gebet und nichts anderes. Ohne die Beziehung zu Gott zu stärken, kann sich niemand vor diesen Zuständen beschützen. Da, wo Gott ausgerufen hat, wenn du zu mir kommen wirst, aufrichtig und losgelöst, dann werde ich dich deinen Ruf erhören. Dann sollten wir, wenn dieser Ruf doch besteht, sollten wir alles darin setzen und alles darin investieren. Wenn wir keine anderen Mittel haben, dann müssen wir diesen verzweifelten Zustand
erreichen, sonst können wir nicht aus diesen Prüfungen entkommen. Es geht nicht nur um den Zustand der Muslime und der Ahmadis, sondern der ganze Zustand der Welt ist derart, dass sie Gottes Unzufriedenheit und Gottes Strafe auf sich lenkt. Und so wie ich es schon seit mehreren Jahren sage, die Muslime sind närrisch in den Händen der Großmächte und sie schwächen ihre eigene Stärke. Sie haben den Fortschritt ihrer Länder um einige Jahrzehnte zurückfallen lassen. Die Pläne von Amerika sind sehr gefährlich. In Syrien werden solche Zustände des Krieges ausgebreitet und es wird weiter noch stärker passieren, dass Iran Syrien selbst unterstützen wird. Es kann auch sein, dass Iran die Armee in Syrien schickt und Amerika und Israel wird sich dann gegen Iran anfeinden. Und es wird dann ein Krieg direkt gegen Iran ausbrechen. Und leider ist auch die saudi-arabische Regierung wird Amerika unterstützen. Das ist zumindest derzeit sichtbar. Und gegen den Islam wird sehr stark versucht, gerade vorzugehen. Und diese Länder werden versuchen, dementsprechend zu handeln. Aber dieser Krieg wird sich nicht nur darauf beschränken. Auch Russland wird sich einmischen, was er auch immer wieder zur Kunde gibt. Es könnte ein Weltkrieg ausbrechen. Das ist, was die Analysten schon sagen. Und als Ergebnis dessen, wenn ein muslimisches Land, auch wenn es Fortschritte erlangt hat, dann wird es als Ergebnis diesen Krieges, wie ich gesagt habe, einige sind schon rückfällig geworden. Auch andere fortgeschrittene Länder, wenn sie schon fortgeschritten sind, werden auch zurückfallen. Das ist der Schaden, den die Muslime erlangen werden. Auch Katar ist auch eine Planung, um Muslime untereinander in einem Krieg zu verwickeln. Neben dem Terrorismus wird wegen der Spaltung ein Neid, der vorherrscht, und die Gier, mehr Geld zu erlangen, und auch der Versuch, andere Länder zu beherrschen. Amerika sagte zuerst zu Saudi-Arabien, ihr könnt Sanktionen gegenüber Katar auflegen, dass man nach dem Meeting mit Amerika hat Saudi-Arabien diese Sanktionen erlassen. Aber nun sagt die amerikanische Regierung, dass die saudi-arabischen und Regierungen und ihre Partner gegenüber Katar sehr starke Sanktionen und Bedingungen haben, um Frieden zu schaffen, um zu zeigen, dass sie scheinbar neutral wären. Die muslimischen Länder verstehen nicht, dass es ein Komplott gegen die muslimischen Länder, sondern vielmehr gegen den Islam ist und dass wir uns davor schützen müssen. Es geht nicht nur um die arabischen Länder und um das Middle East, woraus der Krieg ausbrechen kann, sondern auch zwischen Amerika und Korea ist die Lage sehr, sehr schwierig und gespalten. Und auch die Analysten schreiben auch darüber, dass der Eingriff von Waffen oder Sanktionen oder auch von Korea, auch wenn das nur um zu erschrecken ist und nicht ein Angriff ist,
würde einen sehr gefährlichen Krieg auslösen. Also es sind sehr gefährliche Zustände derzeit. China ist zwar ein Unterstützer von Korea, aber aufgrund der jetzigen Lage versucht China, Korea zu erklären und auch den Amerikanern zu erklären, dass der Zustand sehr schwierig ist. Und dann sind diese neuen Mittel, die man für die Kommunikation und für die Rekordhaltung und um die Wirtschaft zu vereinfachen. Der Computer hat viele Dinge auf sich genommen, also hat viele große Arbeit wurde entlastet, aber es kann einen großen Krieg auslösen. In der ganzen Welt kommt es vor, dass Cyberattacken passieren. Und auch hier sind die Flughäfen ausgefallen und so weiter. Der Einsatz von Waffen und von Rüstungen und auch um einen Krieg auszulösen, konnten diese Cyberattacken einen ganz gefährlichen Zustand auslösen. Ein Mitglied der NATO hat gesagt, dass eine Cyberattacke könnte einen großen Krieg auslösen. Und wir sind nicht in der Lage dazu, eine weitere Cyberattacke zu erdulden, ertragen. Also die Welt schafft die Wege ihrer eigenen Zerstörung und sie denkt und dünkelt, dass der Fortschritt ihren Schutz garantieren wird. Stattdessen wird es ihre Vernichtung auslösen können. Und die weltlichen Regierungen und die Regierenden sind sehr unbekümmert darüber, was der gefährliche Zustand der Welt ist. Der große Regierende, einer der größten Weltmächte, denkt, dass er durch seine Worte dass die Welt gemäß seinen Worten handeln würde. Wenn er das dünkelt, dann werden seine Worte die Worte verändern die Welt und sie zerstören die Welt noch mehr und führen zur Vernichtung aufgrund seines Hochmuts und aufgrund des Hasses gegenüber Muslimen will er Islam und die Muslime zerstören. Er will seine Gegner zerstören. Und er kümmert sich gar nicht darum und denkt gar nicht danach, dass die Zustände der Welt, die ausgebrochen sind, dass die gefährlichen Ergebnisse auch ihn nicht ausschließen werden. Es ist die Unglückseligkeit der Muslime, dass der Ort, der das Zentrum des Islam ist, dass auch der König dieses Ortes nicht ehrlich ist. Und um seine Höhe und seine Macht zu beweisen, will er den Islam schwächen. So wie ich sagte, dass Saudi-Arabien, das ist der Zustand von der saudischen Regierung. Die muslimischen Regierenden und Oberhäupter der Regierungen, auch sie sind im Allgemeinen aufgrund der ungerechten Art und Weise gegenüber ihrer Bevölkerung haben sie die Bevölkerung selbst gegen sich aufgehetzt und sie bleiben ungerechter. Das ist der Zustand in Syrien und in Irak und auch in anderen Ländern. Und sie denken, dass sie aufgrund dieser Dinge die Probleme lösen würden. Aber sie denken nicht und wissen nicht, dass die Lösung dieser Probleme jene ist, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt hat und die der verheißene Messias und die in der Annahme des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam liegt. Wir Ahmadis, wir sind schwach. Wir haben nicht die Macht, wir haben nicht die Gelder, wir haben nicht die Regierungen. Aber wir sind glücklich und glückselig, dass wir
gemäß der Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den verheißenen Messias und Mahdi angenommen haben, durch den der Frieden der Welt verbunden ist. Und dieser Friede kann nur etabliert werden durch die Befolgung der Wege, die der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat. Wenn die Welt sich vor den Gefahren und der Vernichtung des Krieges beschützen kann, dann nur durch einen Weg. Und das ist das schmerzerfüllte Gebet eines jeden Ahmadis für den Schutz, um den Schutz vor diesen Gefahren. Der verheißene Messias alaihi salam sagte einmal, dass das Dua auch vor solchen Gefahren und von solchen Sorgen und Kummern und Leid beschützt, die schon aufgetreten sind und auch vor solchen, die noch nicht aufgetreten sind. Also, o ihr Menschen Gottes, verpflichtet euch zum Gebet. Das war ein Ausruf des heiligen Propheten, nicht des Weißen Messias, Verzeihung. Es ist heute die Pflicht eines jeden Ahmadis, dass wir den Schmerz eines jeden Menschen in der Welt empfinden und die kommenden Gefahren und den kommenden Leid empfinden, den die Menschen selbst noch nicht wahrnehmen. Eine bestimmte Gruppe tut aus Eigennutzen solche Dinge, aber es gibt Millionen und Abermillionen solcher Menschen, die gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und sie geben keinen Schaden von sich und sie sind unschuldig. Und wir sind verpflichtet dazu, für sie zu beten. Diese weltlichen Menschen denken, wie ich sagte, sie denken, dass sie sich in den weltlichen Schutz, sich davor Schutz beschützen kann, vor den Auswirkungen dieses Krieges, aber sie wissen nicht, dass diese Strafen und diese Katastrophen und diese Vernichtung sehr eilig auf sie zuläuft, und das ist die Pflicht der Sklaven des verheißten Messias al-Islam, dass sie auf der einen Seite für sich selbst beten, dass sie auf dem Glauben harren, dass Allah sie stärkt in der Bindung und in der Nähe zu Gott, dass er ihre Sorgen von ihnen nimmt, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig für die muslimische Umma zu beten, dass Allah ihnen Klugheit gewährt, dass sie verstehen, was ihre Verantwortungen sind, dass die muslimische Umma versteht, dass sie nicht sich vor den islamfeindlichen Kräften verbeugen und sich ihnen übergeben, dass sie den Auserwählten Gottes annehmen, den Allah für den Islam geschickt hat, und auch gleichzeitig schmerzerfüllt für die Menschheit beten, für die Vereitelung der Planungen der Kriege beten. Und durch Sadqat und Gebete können solche Kriege gebannt werden. Und wenn man bereit ist für die Reform, dann können Gebete das auslösen, dass die Kriege und Katastrophen vereitelt werden. Wir sind nicht froh darüber, dass eine große Gruppe Strafe und Katastrophen auf sich lenken will, sondern wir würden froh darüber sein und beten auch dafür, dass Allah niemanden aufgrund seiner schlechten Handlungen und üblen Handlungen eine Katastrophe auf ihn auslöst, und wir beten dafür, dass die Welt vor dieser Katastrophe beschützt bleibt, wo es die Aufgabe und Pflicht der Muslime und der Ahmadis ist, für die Ahmadiyya zu beten, und dass man nur in diesem Schutz der Festung des verheißenen Messias al-Islam kommen kann, indem man in seiner Bayt kommt, in seiner Festung ist nur Schutz. Da sind wir auch angehalten, dafür zu beten, dass Allah es so macht, dass Allah sie vor der Katastrophe beschützt. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir unsere Mission erfüllen, die Mission, die der verheißene Messias in die Welt getragen hat, dass
die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vereint wird und dass wir alle unsere Fähigkeiten, Kräfte und Möglichkeiten dafür ausschöpfen und dass wir auch die Gebete bis an die Grenze ziehen, denn die Eroberung des verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam wird nur durch Gebete erfüllt werden. Die Waffe, die dem verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam gewährt wurde, ist die Waffe des Gebetes. Nun nach dem Ramazan möge Allah uns dazu befähigen, wie ich sagte, dass wir in Ibadat, in Gottesdiensten, in Gebeten uns viel stärker intensivieren. Möge Allah uns dazu befähigen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, das Gebet, das Dua, ist eine große Waffe und ein großes Geld, ein Reichtum. Im heiligen Koran hat Allah das immer wieder erwähnt und hat auch die Begebenheiten jener erwähnt und die Zustände jener erwähnt, die durch das Gebet Segnungen erlangten. Die Propheten erlangten ihren Fortschritt nur durch das Gebet, also mahne ich euch dazu, um euren Glauben zu stärken, betet dafür. Durch die Gebete werdet ihr eine solche Wandlung in euch spüren, dass ihr ein Khatma bil Khair, ein gutes Ende erfährt. Möge Allah uns das gute Ende gewähren. Mögen wir nie dem Satan überfallen werden. Und mögen wir unser Leben gemäß den Geboten Gottes und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam führen. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر